Herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 2. Ich bin ein bisschen am Verzweifeln, Leute. Ich weiß nicht, was weitergeht. Oh mein Gott. Wir sind hier in der Dämonenwelt, haben eine Eisdämonkraft bekommen. Könnte ich auch mal jetzt ausprobieren, aber nicht gegen diese schwachen Gegner. Gegen die nicht. Aber irgendwie muss ja hier irgendwo weitergehen. Mann, ich weiß es nicht. Hier sieht alles gleich aus und im Grunde genommen war ich schon überall. Fuck. Müssen die Umgebung nochmal alle begutachten, nochmal untersuchen. Da finden wir bestimmt irgendwie einen Ausweg aus dieser Miserie. Schauen wir mal. Falsche Wege sind markiert, ja, durch sowas. Da weißt du, das ist falsch. Weil es nicht dämonisch ist. Die kann man dann schon mal ausschließen. Ist eigentlich viel wert. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier? Falscher Weg. Direkt wieder raus. Das bringt nichts. Das bringt nun wirklich gar nichts. So, hier geht's noch weiter. Was sind diese Honks wieder? Bin ich nicht von hier gekommen? Ja. Ich denke schon. Das ist das Problem hier, weißt du? Alles sieht gleich aus. Es ist extrem schwierig, da den Überblick zu bewahren. Was ist das für ein Weg? Und es gibt zu viele Wege. Ich meine, da sind wir ursprünglich gekommen. I guess. Oder? Oder auch nicht? Hä? Ich dachte, von da sind wir gekommen. Oh, jetzt probieren wir das mal aus. Eisdämon. Wie ist die Gegner jetzt rein, ne? Ich weiß nicht, das bringt irgendwie nichts, oder? Was bringt mir eine Eiskraft, wenn ich die Gegner nicht einfrieren kann? Wegen Eis-Damage, haben manche eine Eisschwäche oder so. Are you ready? Showtime. Schön. Oh Gott, da kommt noch mehr. Ja, ich behalte jetzt die Eiskraft einfach mal. Why not? Nur um das Ganze zu showcasen. Was ich nicht behalte, ist das Schwert. Das wollte ich nur für einen Part verwenden. Das ist lange Schwert. Merciless heißt das. Der Name ist so cool, aber Schwert ist halt sehr schwach. Und außerdem haben wir Vendetta zweimal verbessert. Das ist mein Schwert. Natürlich verwende ich das. Ich glaube, hier gibt es einen Showdown. Natürlich. Warum sind wir jetzt auf einmal in so einer Schattenwelt? Was ist das für ein heftiger Boss? Trismagier. Die drei gespaltene Magie, so könnte man das übersetzen. Ja. Feuer, Eis und Blitz, I guess. Oh Gott, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Kommt das hier zum Vorschein? Die Eisschwäche und Blitzschwäche und sowas. Muss ich hier mit den Elementen arbeiten? Bitte nicht. Das ist sehr kompliziert. Vor allen Dingen, die kann ich nur mit der Gun treffen. Oh, hätte ich jetzt schon das Gun-Upgrade. Das wäre richtig heftig gewesen. Oh, ist der Boss cool. Der hat was. Der hat was. Da musst du echt konzentriert bleiben. Ich merke das schon. Voll auf den Gegner achten. Au! Okay. Voll auf den Gegner achten und dann im richtigen Moment immer ausweichen. Au! Shit. Supernova oder was? Sephiroth. Seriously? Was passiert jetzt? Oh, jetzt ist er zusammen. Jetzt kann ich ihn richtig verletzen. Oh, was kommt jetzt? Die ultimative Attacke? Ja, weil das war der ultimative Ausweichschritt. Ey, jetzt teilt er sich wieder. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Kann ich den nicht irgendwie verletzen mit dem Schwert? Ne, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Oh, ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch, Leute. Guck mal, ich mache hier gar keinen Schaden.
Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Oder kann man den wirklich nur verletzen, wenn der sich kombiniert hat? Ganz ehrlich, ich werde das dann gleich komplettieren mit Devil Trigger, ne? Ein bisschen Schaden mache ich. Aber minimal nur. Ich hätte echt die Gang verbessern sollen. Verdammt. Ja gut, ist egal. Jetzt kombiniert er sich. Jetzt geht's aufs Maul. Ja, das macht Damage. Das macht Damage. Devil Trigger, Baby. Und der ultimative Ausweichschritt. Yo, Devil Trigger ist so broken. Gegen den Boss. Ganze Lebensleiste weg. Ja, ist ganz nett, der Boss. Mir gefällt er. Nee, mit Schwert kannst du es vergessen. Ich hab's probiert. Jetzt gebe ich auf. Kein Schwert mehr, sorry. Ist vorbei. It's over. Oh, neue Moves. Ey, jetzt kombinieren die noch viel mehr. Oh, nee. Nicht gut. Oh mein Gott, ist das unfair. Oh mein Gott, jetzt werde ich von jedem Scheiß getroffen, weil das so gemein ist. Oh Gott, kombinieren die sich jetzt nicht mehr? Soll ich dann den entscheidenden Punish mal setzen? Komm her, Kumpel. Was ist alles? Die Kristalle zerstören, tatsächlich. Jetzt kombiniert er sich doch. Los, anvisieren. Nein, jetzt sind die Kristalle anvisiert. Come on, das gibt's doch nicht. Ah, der ultimative Move. Ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Aber viel hat der Boss ja jetzt nicht mehr. Einmal noch überstehen. Einmal noch den Devil Trigger aufladen. Dann schaffen wir's. Dann schaffen wir es. Aber nur dann. Also weiterhin konzentriert bleiben. Oh Gott, nein, das ist der unfairste Move. Da kann man nicht ausweichen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Man kann da nicht ausweichen. Das ist so unfair. Ganz ohne Witz. Wirklich da nicht ausweichen. Da! Was soll man da machen? Das ist der Asozialste, der Blitztypi. Super unfair, der Typ. Und er kommt schon wieder. Ja, jetzt nur der Blitztyp kommt. Ganz ehrlich. Scheiße ist das. Ist nur der jetzt kommt. Der weiß ganz genau, dass er der Beste ist, ne? Das ist auch nicht dumm. Komm schon. In der Form ist er am schwächsten. Nimmt am meisten Schaden. Yes. We did it. We fucking did it. Schön. Cool. Cooler Boss. Was, nur eine Vision? Nur eine Vorstellung von Dante? Jetzt sind wir plötzlich wieder hier und plötzlich wieder bei Arius. Arius sein Schreibtisch und alles ist hier, ja. Na gut. Levelende? Tatsächlich. Schön, schön. Sehr, sehr nice. Natürlich abgesaved. Okay. Next Mission. Mission 17. Dem Bösen muss man sich entgegenstellen. Es muss vernichtet werden. Wegweiser für Jäger, Kapitel 12, Artikel 9. Power Up, wie viel haben wir? Ja, 30.000. Nein, ich will nicht das Schwert verbessern. Ich will die Gun verbessern. Ich hab's doch gesagt. Wir schaffen's. Juhu! Maximal sogar. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Mission 17. Shit just gets serious. Oh, die Gun muss ja jetzt so abgehen. Ich bin echt gespannt.
become an all-powerful immortal! What? What's going on? Is there a problem? You! Is that the medallion? You switched them? A false coin for a false god. Showtime. Jackpot! Dante hat ihn einfach verarscht, hat einen anderen Münzen gegeben, die so ähnlich aussieht, wie geil. Gucken, ob Arius jetzt gefährlicher ist. Bin sehr gespannt. Ja, man hat das auch gesehen, ne? Die ganzen anderen Medaillons bzw. Artefakte, die haben ja gelb geleuchtet. Aber die Münze halt nicht. Weil sie fake ist. Gott. Was ist das für ein komischer Typ da? Dieser Typ, wer ist das? Das sind neue Gegner oder was? Alter! Junge, das ist ein Massenfight hier. Was ist das für ein Mist? Der übelste Massenfight. Der Arius, der ist so schlecht, der kann gar nichts alleine. Weißt du, der braucht hier seinen Lakaien. Und diese Gegner, die sind neu und die sind übel stark. What the fuck? Okay, nutzen wir einfach die Gun. Auf Distanz zu bleiben. Haben die ja jetzt auch aufgewehrt, aber die scheinen auch extrem viel auszuhalten. Kann das sein? Extrem viel sogar. Oh mein Gott, der muss doch mal down gehen. Ich hoffe, die respawnen auch nicht. Den scheinen echt nicht gut Kirschen essen zu sein. Oh mein Gott. Komm, hört doch mal auf hier. Mann, jetzt haut ab. Oh Gott, ich glaube, ich sollte nur auf Arius gehen einfach. Das ist ein bisschen too much. Das ist der letzte Mist hier. Mit denen. Ja, die kann man nicht besiegen, ganz ehrlich. Wow, mit Devil Trigger. Come on, come on, come on. Ja, doch, 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 doch. Er ist tot. Einer ist tot. Einer von tausend, ne? Und die respawnen wahrscheinlich sogar. Unbelievable. Ja, nicht jeder hat, dass es so schwer wird. Also, das ist schon heftig. Na gut. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich weiß nicht mal, wo Arius ist. Die Kameraführung ist wieder so bad. Come on. Den möchte ich jetzt mal noch besiegen. Der ist so angeschlagen jetzt. Verdient. Oh, er ist so agil, ne? Ist er tot? Ja, immer noch nicht. Oh mein Gott, ist das ein Hurensohn. Jetzt ist er tot. Wie gesagt, ich hoffe, dass die nicht respawnen. Wo ist Arius? Da bist du, da hinten. Oh Gott. Kann ich den wieder wegschleudern? Ja, wie früher. Cool. Das ist noch so geblieben, das gefällt mir. Das Blöde ist, jeder kleine Noob-Gegner wird hier mal anvisiert, weißt du? Es geht ja gar nicht um die Noob-Gegner, es geht um ihn hier. Jetzt trinkt er seinen Kelch, oder? Was ein Honk. Er trinkt einfach aus seinem Kelch. Das ist eine Witzfigur. Tatsächlich eine Witzfigur, ne? Er ist nicht besser geworden. Hat hier irgendwelche Kräfte entfesselt? Wahrscheinlich nicht die komplette Power bekommen, weil das eine Artefakt halt falsch war. Er ist nicht wirklich stärker geworden. Er zumindest nicht. Und die anderen Gegner scheinen wirklich nicht wiederzukommen. Gut, dass wir die besiegt haben. Die haben so ähnlich wie die Wölfe. Bei Bollwerk. Bin zwar ein bisschen angeschlagen, aber es lässt sich alles deichseln. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Und da ist der Fehler. Schön, schön, schön. Super. Ich könnte kotzen. Ja. Okay. Die Gegner sind extrem stark. Sollte man sich nicht mit abgeben. Vor allen Dingen, weil die instant respawnen. Boah, aber wie viel Schaden die bei Arius machen. Devil Trigger ist so gut, ne? Gerade jetzt mit dem verbesserten Guns nochmal stärker geworden, das Ganze. Oh, sind die Monster jetzt aber wirklich weg? Scheinen nicht mehr wiederzukommen. Das ist gut. Tja, Arius, 1 gegen 1. Du hast keine Chance gegen Dante, ne? Im 1 gegen 1. Mit deiner billigen Gun da, die immer nachladen musst. Und dann ist dir wichtiger, eine Zigarre zu rauchen im Kampf. Hey, er ist so eine Pfeife. Er ist too bad. Vergleich den Typen mal mit Mundus. Kein Vergleich, oder? Der Mundus war so ernst zu nehmen. Super scary. Super gefährlich. Ey,
Hey, ist ja niemand. Und tschüss, Mann. It's over. Here's your crown. The King of this world! Jetzt kann man hier noch weniger ernst nehmen, richtig? Boah, hier kann man die Orbs gut farmen. Also wenn ihr Orbs haben wollt, dann ist das auf jeden Fall eure Anlaufstelle. Diese Mission. Krass. Einfach für den Kampf 5000. You defeated. There's just one thing left. Kill me. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Videmarly. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Was incomplete. But the door to the demon world is... Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Do you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Oh mein Gott, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Mission 18. Der Jäger wird seine Vorgänger übertreffen. Wegweise für Jäger, Kapitel 13, Artikel 1. Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, es ist Zeit. Nein, dieses Menü ist so scheiße. Es ist Zeit, den Devil Trigger nochmal zu verbessern. Hast du das erste Mal jetzt gemacht? Ich glaube, das erste Mal sogar. Ups. Egal. Oh mein Gott, dieses Menü, das macht mich irre. Das Menü ist so blöd, es bewegt sich einfach automatisch. Oh mein Gott, what the fuck is this? Das ist eine Mischung aus allen Bossen. Oh mein Gott, was zum Geier? Ja, aber natürlich. Das ist eine Mischung aus allen Bossen. Seht ihr das? Oh, holy
shit. Viel Leben hat er auch. Yo, guck mal, der mixt die ganzen Moves. Das ist der Move von Dings, von Phantom. Oh shit, das ist der von den anderen Typen da, den ich am meisten mochte, mein Lieblingsboss. Oh mein Gott. Ein Gorilla das. Oh shit. Kann man gut ausweichen, wenn das richtig timed. Oh, ist nicht einfach. Oh shit, das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Die ganze Familie. Ich glaube, der ist gestorben. Wir müssen jeden Kopf einzeln besiegen oder was? Aber das ist eine coole Idee. Daumen hoch dafür, das ist cool. I like it. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Das ist Phantom. Phantom, Phantom, Phantom. Na, man macht das Feuer. Jetzt. Ja, ja. Feuer, Feuer, Feuer. Jetzt können wir wieder draufballern. Ballern, 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 was das Zeug hält. Oder soll ich in den Nahkampf gehen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist bei dem Boss. Ich probier's mal. It works. Ist doch gut. Nahkampf war sogar mal gut. Nahkampf in Devil May Cry 2? Ist hier ein falscher Film? Oh, hier trifft er mich, glaube ich, gar nicht. Oh, aber hier mit. Oh, der trifft mich. Da müssen wir aufpassen. Ist er weg? Nee, nee, von wegen weg. Spaß fängt jetzt erst gerade an, hä? Ist das der Hauptbuddy, sag ich jetzt mal? Oh mein Gott, ist das unfair. Ja, nee, dann gehe ich erstmal hier hin. Was ist mit dem Kollegen hier? Oh, scheiße, der Kollege gefällt mir jetzt schon nicht. Seriously? Und das ist der komische Taurus-Dämon. Na komm. Nee, der muss weg hier. Das ist der schlimmste von allen. What the fuck? Das ist doch Griffon sogar. Warum ist Griffon hier? Aus Devil May Cry. Ja, natürlich. Aber sicher. Was habt ihr euch reingezogen? Die Entwickler haben komplett gelitten. Ich hoffe, die hatten einen ordentlich netten Drogentrip. Man sieht es ja hier, das Resultat. Oh, wir haben es überlebt. Ich denke, der Stier wird kein Problem darstellen. Er füllt höchstens meinen Devil Trigger auf. So fies, wie es klingt, aber ja, so ist es letzten Endes. Seht ihr, den können wir einfach auscampen, indem wir hier bleiben. Hier trifft er mich nicht. Game Abuse! Ja, das Ziel ist keine dumme. Wenn ich was ausnutzen kann, dann tue ich das. Wer will da auch hin? Der killt einen ja komplett mit der Flamme. Hast ja gar keine Chance im Nahkampf. Was war das für eine Energieleiste, by the way? Eine hundertfache Energieleiste gefühlt. Was ein Boss! Was ein Fight! Was ein Game! Ich feier's. Ist jetzt mal Schluss mit lustig, du musst doch langsam sterben, du scheiß Stier! Ja. Und den Schwanz? Soll ich den Schwanz auch noch attackieren? Immer auf den Schwanz. Jo, der macht jetzt hier Metal oder was? Er headbangt erstmal nochmal, bevor er stirbt. Ha! Süß. Ah! Der Schwanz greift ja wirklich an. Oh mein Gott. Das ist kein Schwanz, das ist die Meereshexe, falls ihr euch erinnert. Oh mein Gott, die kommt auch nochmal. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist die Meereshexe. Ihr erinnert euch sicherlich. Aber die trifft mich auch nicht. Let's go. Muss schon ein bisschen mehr kommen. Oh, doch jetzt. Egal. Ah, scheiße. Fuck. Kommt danach noch was? Irgendwie ist das ein komischer Final Boss. Bestimmt noch was. Ja, ganz ehrlich, das ist der Schwanz. Scheiße, eklig. In jeder Hinsicht, weil er eklig ist und weil er scheiße zum Siegen ist. Wenn ich jetzt hier auf Max Range gehe, dann trifft er nicht. Glaube nicht. Wir sind jetzt erstmal wieder safe. Komm mal, kaputt! Ganze! Baller, 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 baller! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Und dann gleich auf den Herz. Los, 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 los! Ja, hier sind wir safe. Ich hab den Safe Spot entdeckt. Oh! Jetzt muss ich auch ausweichen. Das war der andere Angriff, der hätte mich da getroffen. Hallo? Will der jetzt mal baden gehen? Stellt euch vor, ich hätte die Gun nicht verbessert. Das ist so ein richtiger Gun-Boss. Hallo? Ist jetzt gut? Hallo?
Boah, der hält doppelt so viel aus, oder was? Devil Trigger? Soll ich den Devil Trigger nehmen? Nee. Ich spare mir das noch. Hä? Hallo? Hallo? Wo ist die Beschwerde-Hotline? Fun and Interactive für den Boss. Für mich als Spielerin. 10 Jahre später. So viel später, dass der alte Erzähler zu blöd würde und man einen neuen beantragen musste. Ja, das ist doof. Die Idee ist ja cool, aber was ist das? Das ist so harte Klusen, ich schon ein bisschen bescheuert. Dass man so wenig Schaden nimmt. Ich glaube, der Hauptkopf wäre interessanter gewesen. Mit dem Laserstrahl, aber so kann ich ihn halt easy besiegen, wie ihr seht. Oder ist der Schwanz jetzt weg? Nee. Ganz ehrlich, jetzt gehe ich in Damage Trigger. Oh, er ist weg. Er ist weg. Er brökelt. Wir müssen den Hauptkopf noch zerstören. Hallo. Na du, Schönheit, du. Ist echt schön, ne? Er ist die Schönste im ganzen Land. Argus Sachs. The Chaos ist es definitiv nicht. Oh, man. Ups. Edbert. Küss mich nicht. Küss mich nicht. Ups. Nein, ah, jetzt hat er mich. Oh Gott. Das gibt's nicht. He dies. Boah, krass. Das erinnert an den Bereich, wo man Nightmare bekämpfen musste in Devil May Cry 1. In Dämonenwelt. Ach du Scheiße. Das sieht aus wie Tabu, nur in Rot. Was zum Geier. Hallo Tabu! The despair embodied. Ja, die Verzweiflung verkörpert. Oh mein Gott, der nimmt nicht mal Schaden. Oh mein Gott, jetzt werde ich auch noch ausgepeitscht. Doch, nimm Schaden. Aber ganz, ganz wenig. What the fuck is this fuck? Ja, natürlich! Wenn man einmal in die Offensive geht, wird man direkt punished oder was? Oh mein Gott, Teleportangriffe. Richtig eklig. Nee, der hat einfach nur fucking viel Energie. Oh no! Please! Please! Oh, ich brauche auf jeden Fall Heilung. Na, jetzt noch nicht. Einen Hit kann ich noch wegtanken. Boah, diese Teleportangriffe. Das ist definitiv der schwierigste Boss bisher. Der ist richtig hart. Das könnte Kingdom Hearts Boss sein, so agil wie der ist. Richtig am Teleportieren und alles, was dazugehört. Voll heftig. Aber geil irgendwie. Ich mag's. Genau mein Boss-Typ. Okay. Item. Natürlich. Vital Star Large. Nein, nicht Devil Star. Dieses Menü, ne? Ihr lacht, aber guck mal, ich bewege nichts. Voll geheilt? Boah, voll geheilt. Das ist ja cool. Okay. Mal gucken, wie jetzt der Hase läuft, Freundchen. Oh, was ist das für ein Angriff? Oh, sind so Luftfällen. Krass. Wann den aus? Gun ist mir schon teilweise zu cheesy bei so einem coolen Boss. 1, 2, 3. 3 Luftfällen sind das immer. Okay. 1. Oh, das ist immer schwer. Aus 2 und 3. Zack, zack. Oh, jetzt hat er sich wieder weggeportet. So ein Sack. Ja, was kommt jetzt? Stich? Peitsche? Nee. Da kann man mit einem Aerial punishen. Oh, ich habe schon die Moves gecheckt eigentlich. Ey, so ein cooler Boss. Das ist der beste Boss von allen Devil May Cry Spielen, die ich bisher gespielt habe. Also nur eins. Ich habe ja nur Devil May Cry 1 bisher gespielt, aber das ist der beste Boss. Das ist mein Lieblingsboss. Der ist richtig gut. Wie ein Kingdom Hearts Boss. Und ich liebe die Kingdom Hearts Bosse. Weil die super geil gemacht sind. Weil die super... Ja, wie soll man das sagen? Flüssig ablaufen. Schnell, man muss reagieren. Die haben viele Schemen. Man muss das auch ein bisschen einstudieren. Oh, das ist genau das gleiche Feeling. Oh, war der cool.
Bester Boss von Devil May Cry 1 und 2. Der ist geil gewesen. Kommt jetzt noch eine Phase? Scheiße, ich habe noch ein paar Items. Wie cool Dante einfach ist. Denn die Sphere embodied wird einfach abgeknallt. Jackpot! Einfach eiskalt ein Bad Shorts gegeben. Yeah. Let's go all the way to hell. Das war's, Leute. Richtig, richtig cool, ha? Huh? Richtig cool. Ey, der Boss war super. Er ist immer besser als der Final Boss von Devil May Cry 1. Also die zweite Phase war definitiv besser. Aber der Final Boss von Devil May Cry 1 war auch super. Er ist Space Shooter und dann dieser super schwere Kampf da mit der Lava. I like it a lot. Richtig cool. War das super, ey. Total Results. Jetzt noch die Credits, oder was? Nö. Gibt keine Credits. Doch, jetzt. Next Challenge, Lucia Disc. Ach, das waren früher zwei Discs? Ja, mit Lucia spielen wir natürlich auch noch durch, ist ja klar. Erfahren wir vielleicht mehr über sie auch. Dann ist Costume Change. Es gibt keine Credits in Devil May Cry 2. Vielleicht gibt es die erst in Lucia Story. Das ist ja weird. Das ist ja richtig weird. Dann gebe ich auch erstmal ein Fazit ab in Lucia Story, Leute. Whatever. Und hier kann man eine Mission nochmal machen. Das ist cool. Also farmen kann man die Red Orbs wahrscheinlich am besten in der Arius-Mission, die wir heute gemacht haben. Costume Change. Oh. Sieht aber nicht so geil aus wie das Originale. Na gut, egal. Ja, Leute. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Hab euch ganz doll lieb. Und ja, beim nächsten Part, beziehungsweise morgen, fangen wir dann an mit der Lucia-Story. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die. Mir hat Devil May Cry 2 extrem viel Spaß gemacht. Lustigerweise, Fun Fact, mehr Spaß als der erste Teil. Da werden mich jetzt alle für hassen, aber mir hat es mehr Spaß gemacht als der erste Teil. Weil das Gameplay meiner Meinung nach abwechslungsreicher war. Die Bosse mich teilweise mehr angesprochen haben. Das wurde nicht Bosse recycelt wie bei Devil May Cry 1. Auch wenn manche Bosse natürlich richtig scheiße waren. Manche waren super geil und der Final Boss hat mir auch gefallen. Story war besser im ersten Teil. Mal gucken, wie sie das entwickelt in Lucia Story, wenn da noch ein bisschen was aufgeklärt wird etc. Aber overall kann ich den Hate um Devil May Cry 2 bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen. Cooles Spiel. Ich werde, wie gesagt, noch kein Fazit abgeben. Das war nur so ein Zwischenfazit. Eure Meinung bisher gerne in die Kommentare. Morgen Lucia Story. Ich wünsche euch was. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Eure Cecile. We'll be right back.